Sollen wir starten? Ich drück mal auf Rekord. Drück mal auf Rekord. Super. Rekord. Läuft. Lebt. Super. Gut, fangen wir an. Hannes, dein Einsatz. Ja, mein Einsatz. Herzlich. starten wir nochmal. Liebe Hörer, herzlich willkommen zur 9. Episode von Pokal oder Spital, dem Mountainbike-Podcast von mtbnews.de. Und bevor wir starten, Film ab, beziehungsweise gekaufte Ton ab. Redakteure, unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der mtbnews-Podcast mit Markus, Hannes und ja, und damit nochmal herzlich willkommen zur 9. Episode von unserem Podcast und ich grüße direkt mal hier vom etwas bewölkten Dachzimmer in Lemgo und Grüße gehen raus nach Wiesbaden vermutlich an Moritz. Ja, hallo, Grüße gehen zurück Moritz. Von mir. Ich weiß gar nicht, wie es Wetter ist, habe heute noch nicht rausgeschaut. Ja, ich glaube, es ist warm. Ja. Es ist auf jeden Fall warm. Brandenburg, wie sieht's aus in Brandenburg? Ja, hier ist alles super geil. Waldbrandwarnstufe 5 im gesamten Bundesland. Wir haben hier seit Wochen irgendwie blauen Himmel. Aus Osten kommt immer das Hochdruckwetter rein. Das ist wirklich unglaublich dieses Jahr. Und ja, heute sind es auch 32 Grad. Absoluter Wahnsinn. Ich grüße euch. Krass, ja. Hier ist auch sehr warm auf jeden Fall. Der heißeste Mai seit Beginn der Wetterdatenaufzeichnung, oder? Ja, kann man wahrscheinlich einfach so sagen. Würde mich nicht wundern. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir überhaupt mal ein Frühjahr gehabt hätten, was irgendwie so dermaßen warm am Stück gewesen ist. Mhm. Wirklich unglaublich. Das ist auch so eine schöne Floskel irgendwie. Seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Das ist so wie groß wie 10 Fußballfelder. Das ist so. Ja, das muss man zum Schluss immer noch in Saarländer umrechnen und dann ist es wirklich den höchsten Level erreicht. Oh, da habe ich einen Fahrradwitz gleich zu. Ja. Denn, liebe Hörer, es wird heute ganz schön schlecht irgendwann gegen Ende. Wir werden höchstwahrscheinlich ein paar der schlechtesten Fahrradwitze vortragen zur allgemeinen Belustigung oder eben Nichtbelustigung. Werden wir mal schauen. Ja, wo wir schon die Themen ansprechen. Moritz, was haben wir heute für Themen? Ganz grober Überblick. Überblick. Cross-Country-Weltcups in Albstadt und Novo Mesto werden wir besprechen. Dann werden wir einen Ausblick auf den Downhill-Weltcup im schottischen Fort William wagen. Die neue Shimano XTR 12-Fach-Schaltgruppe plus neue Bremsen und so weiter wird Kern unserer Diskussion sein. Du wirst einige unlustige Witze vortragen. Und was hatten wir noch? Hatten wir noch was? Achso, oder noch so andere Sachen. Es gibt noch ein paar Produkte, die wir uns angeguckt haben, beziehungsweise die in der letzten Zeit vorgestellt oder nicht absichtlich vorgestellt wurden. Und dann, wenn wir es zeitlich noch schaffen, werden wir etwas über unsere eigenen Bikes reden. Genau. Ja, was wir heute nicht machen werden, ist Bier trinken. Exakt. Was hat es damit auf sich? Ja, es ist 11.27 Uhr aktuell. Wir sind etwas früher diese Woche dran und deswegen werden das selbst uns zu früh zum Bier trinken und wir haben heute noch ein bisschen was vor und deswegen gibt es kein Bier. Ich werde nachher etwas zu meinem Bier gestern Abend sagen, was ich schon mal in weiser Voraussicht vorgetrunken habe. Und ich habe hier einen griechischen Frappé-Kaffee stehen in eiskalt und der ist sehr lecker. Und ihr so? Habt ihr auch ein Getränk? Ich habe ja auch einen Kaffee vor mir stehen, der ist mittlerweile auch fast eiskalt. Ja, ich habe wie immer eine Clubmate hier zu stehen. Ja, natürlich. Täglich Brot sozusagen. Muss mich korrigieren, der Kaffee ist lauwarm. Na, dann lass ihn noch ein bisschen stehen, dann macht's auch nicht besser. Irgendwann wieder. Ja, besser als lauwarme Mate, glaube ich. Genau, deswegen muss ich die jetzt auch öffnen, bevor die ihre Temperatur verliert. Ja, ich kann meinen Kaffee leider nicht öffnen. Trotzdem sage ich einfach mal Prost. Ja, Prost. Prost. Ja gut, fangen wir mal mit den Themen an, bevor wir die ganze Zeit über Getränke reden. Wir sind ja ein Mountainbike-Podcast, kein Getränke-Podcast. Mit was legen wir los? Mit dem Feedback.
würde ich sagen. Feedback. Sag Markus. Ja. Markus sagt ein bisschen was zum Feedback von der letzten Folge. Ja, gibt es ja nicht so viel. Eine Sache vielleicht noch zum Thema Ventile, über das wir ja geredet hatten. Man kam dann vom Elbjörg oder vom Elbjörg oder ich glaube erst Elbjörg. Elbjörg, noch der Hinweis, oder, dass Autoventile doch besser sind. Und er hat es halt nicht einfach nur so gesagt, sondern noch ja, aus seiner Sicht die Begründung geliefert. Zum ersten, weil sie einfacher und schneller aufzupumpen sind. Und weil die Qualität und die Dichtheit bei allen Ventilen gleich ist. Im Gegensatz zu den französischen Ventilen. Da meinte er, ich kann es nicht nachvollziehen oder nicht bestätigen, dass Schwalbe da wohl manchmal Probleme hat mit der Qualität. Weiß ich nicht, was da jetzt dran ist. Ich vielleicht habt ihr da gleich noch irgendwie Erfahrungen gemacht. Ja, das waren eigentlich schon die Begründungen, die er da geliefert hat. Ich glaube, da hat er, einen Punkt hat er auf jeden Fall mit der Qualität, weil die französischen Ventile, wenn man die irgendwie aufdreht, verbiegen diese Muttern, die man da wegdreht, die sind ja auf so einen ganz dünnen Metallstab irgendwie drauf und das Ding verbiegt tatsächlich ganz, ganz gerne mal irgendwie. Und das ist vielleicht wirklich noch ein Nachteil gegenüber den Autoventilen. Fand ich auf jeden Fall gut, dass da der Hinweis nochmal kam von ihm. Weiß ich nicht, wie habt ihr das? Habt ihr vielleicht Erfahrung gemacht mit Schwalbe versus anderen Firmen in der Qualität? Also bei mir, also ich fahre Schwalbe Tubeless Ventile am Rennrad und ich fahre die teilweise am Mountainbike und bei mir gibt es da jetzt ehrlich gesagt keine Probleme. Ja. Also generell in Bezug auf Schlauch pumpe ich öfter mal auf zwischendurch, was aber auch bei mir dran liegt, dass ich einfach beim Rennrad zum Beispiel immer einen gleichbleibenden Druck fahren möchte und ich es mir nicht leisten möchte, bei meinem Gewicht da irgendwie ein halbes Bar irgendwann mal halt weniger zu fahren, sondern ich will halt einfach immer da den gleichen Druck fahren. Das ist halt irgendwie bei mir so. Und beim Mountainbike ist es mir ein bisschen egaler, da pumpe ich nicht ganz so oft. Aber auch da gibt es jetzt irgendwie, also ich sehe da tatsächlich keinen Unterschied, keinen großen. Und ich fahre jetzt seit einigen Jahren halt beide Varianten und ist halt, also ich komme mit allem eigentlich ganz gut klar. Ja, ich eigentlich auch. Genau, das zweite Feedback-Thema, was wir noch hatten, ist halt ein bisschen blöd. Wir hatten euch ja versprochen, dass wir uns kümmern, dass wir auch bei Spotify gelistet werden als Podcast. Und ich hatte auch den Antrag dargestellt und alles und die haben sich halt einfach bisher noch nicht gemeldet. Und dann dachte ich, wäre es vielleicht mal eine ganz gute Sache nachzufragen. Vielleicht hat es nur der Praktikant übersehen oder so. Aber auch auf diese Anfrage hin gab es noch keine Antwort von Spotify. Das heißt, wir müssen euch weiterhin vertrösten. Es tut uns leid. Wir würden echt gerne dort erscheinen in dem Podcast Directory bei Spotify, aber die melden sich einfach nicht. Und ja, mal schauen, vielleicht gibt es zum nächsten Mal dann irgendwie Neuigkeiten. Sobald wir da irgendwas erfahren, geben wir das natürlich sofort weiter. Und dann könnt ihr uns auch über Spotify hören, hoffentlich. Ja, das war eigentlich alles, was ich fürs Feedback zusammengestellt hatte. Ich denke, dann können wir jetzt mit den richtigen Themen loslegen. Jo. Ja, es gab zwei Cross-Country World Cup-Rennen in den letzten zwei Wochen. Und einmal hat Moritz ja gerade schon angesprochen, wir waren in Albstadt waren wir live vor Ort, beziehungsweise unsere Kollegen aus dem Cross-Country-Bereich, die wohnen selber alle dort in der Gegend, beziehungsweise teilweise sogar direkt in Albstadt. Und die waren vor Ort und haben uns wieder sehr schöne Einblicke geliefert, haben auch eine coole Boxengasse gebaut mit jeder Menge Bikes und allem Pipapo. Verlinken wir in den Shownotes. Und waren im Bullentäle, wie es so schön dann immer heißt, waren sie vor Ort. Und sind selbst mitgefahren. Und sind selbst mitgefahren, tatsächlich. Und das war, glaube ich, also ich denke, wenn ich mir das so ansehe, muss ich da in den nächsten Jahren irgendwie auch mal hin. Also das sieht immer nach einem ziemlich guten Spektakel aus und die Strecke ist sehr, sehr zuschauerfreundlich. Ja. Und die Highlights da waren, dass Elisabeth Brandau, die ja meines Wissens auch Privatfahrerin ist, die für gar keinen Team jetzt wirklich fährt, dass sie einfach mal auf Rang 5 gefahren ist, was super krass ist. Also herzlichen Glückwunsch an Elisabeth Brandau an dieser Stelle. Und weiter vorne ging es relativ einsam über die Runden. Jolanda Neff ist
ja, das ganze Rennen oder fast das ganze Rennen eigentlich ein ziemlich einsames Rennen vorne weggekurbelt und da lief gar nichts zusammen, irgendwie bei den Gegnerinnen da irgendwie groß dran zu kommen. Und sie hat es also ziemlich überlegen gewonnen. Und was auch daran lag, dass sie als eine der wenigen Topfahrer oder ich glaube die einzige Topfahrerin diesen Albstadt-Drop gesprungen ist, der zwar in den Videobildern nicht extrem aussieht, aber nach den Urteilen vieler halt wahnsinnig rutschig und schlammig war und gerade wenn man da halt abgezogen ist nach unten, eine sehr, sehr schwierige Auslauf- und Landezone hatte, die halt zudem auch noch super glitschig war durch den Regen. Und ja, wenn man da halt mit dünnen Cross-Country-Reifen halt runter ist, dann ja, gab es wohl ziemlich viele Fahrer, die da irgendwie nicht so gut runtergekommen sind und deswegen die B-Line genommen haben. Ja, was haben wir noch zu Albstadt zu sagen? Gibt's noch was? Wir hatten einen coolen Rennbericht. Genau, ja. Theresia Schwenk ist im Bike Components Racing Team. Die blockt für uns diese Saison von diversen Rennen. Die hatte kürzlich erst die schnellste Zeit rausgefahren bei der Trail Trophy im Harz, glaube ich. Mhm. Ja. Und jetzt ist sie auf Rang 43 der Elite-Fahrerin gefahren, was wirklich sehr, sehr beeindruckend ist. Und noch dazu, sie ist auf dem gleichen Rad eigentlich mit der fast identischen Ausstattung unterwegs gewesen wie bei der Trail Trophy, was wirklich sehr ungewöhnlich ist. Also sie ist als eine der wenigen Fahrerinnen, vielleicht sogar die einzige, mit Dropper Post gefahren, also Variestütze, verstellbarer und Schlamm- bzw. Matschreifen. Also für Cross-Country-Bereich halt eher Matschreifen und ist nach der Ansicht von, ich glaube, ein User war dabei und hat gesagt, Theresia und Yolanda Neff sind als einzige den Drop gesprungen von den Frauen. Und ja, Theresia hatte auch ziemlich viel Spaß und berghoch hat sie wohl immer ein paar Fahrerinnen verloren. Aber bergrunter hat sie halt immer direkt auf einen Schlag halt 10 Fahrerinnen überholt, weil sie halt als einzige da halt diese Line gefahren ist. Und ja, also verlinken wir auch in den Shownotes natürlich. Spannender Bericht und coole Platzierung. Was gibt's noch zu sagen? Schurter ist auch beeindruckend wieder ins Ziel gefahren. Zwar nicht ganz so lange alleine gefahren wie Yolanda Neff, aber Runde pro Runde waren weniger Gegner an ihm dran und hat das ganze Ding gewonnen. Also ja, das war eigentlich ein ziemlich souveräner Startzielsieg von ihm. Jo. Ja, kommen wir auch, es gab auch ein paar Vorkommnisse, was den Zielbereich anging in Novo Mesto. Moritz, magst du etwas dazu sagen? Ja, klar. Also Novo Mesto war ja im Prinzip so das komplette Gegenteil zu Albstadt. Sowohl was die Strecke angeht, eine ganze Ecke technischer, als auch was das Wetter angeht, weil Albstadt war eine ziemliche Schlammschlacht, eine schmierig nasse Angelegenheit und jetzt in Novo Mesto Sonnenschein pur und eine extrem staubige Strecke, sodass, das fand ich vor allem in der ersten Runde der Männer krass, dass man da so ab Platz 15 nichts mehr gesehen hat im Wald, weil es so staubig war. Und das war eigentlich auch ein sehr, sehr spannendes Rennen, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen. Weil es keine so eindeutigen Entscheidungen waren, sondern bei den Herren war Nino Schurter immer ziemlich weit vorne in der Spitzengruppe, hat auch so ein bisschen davon profitiert, dass Mathieu van der Poel Van der Poel. Ja, Van der Poel, Entschuldigung. Van der Poel. Van der Poel. Ja. Van der Poel? Ja. Auf jeden Fall dieser Typ da, dass er gestürzt ist, war ein ja, etwas komisch aussehender Sturz. Ich glaube, er hat im Anstieg sich ein bisschen zu sehr verausgabt, ist dann als Backup ging in eine Linkskurve gefahren und dann, ja, so ohne noch wirklich den Versuch zu unternehmen, vor dem Baum auszuweichen, ist er dann gegen einen Baum und hat sich vorwärts überschlagen und ist aufs ja, schon kaputte Handgelenk draufgefallen. Das heißt, der musste dann aussteigen. Sam Gaze musste auch aussteigen. Schon in der ersten Runde, da ist er, oder in der zweiten Runde, da ist er gestürzt. Hat er nochmal versucht weiterzufahren, war aber auch nicht mehr möglich für ihn. Und dann hat sich
Nino Schurter einen ziemlich spannenden Zweikampf mit Anton Cooper geliefert, der dann erst auf der Zielgeraden entschieden wurde, und zwar im Fotofinish. Also es war ungefähr die knappste Cross-Country-Entscheidung seit langer, langer Zeit. Mhm. Es sah auch zwischenzeitlich so aus, als ob Anton Cooper ihn auf der Zielgeraden noch einholt. Hat er dann nicht ganz geschafft. Aber war extrem spannend, und bei den Frauen war es ähnlich. Da hieß das das Duell Jolanda Neff gegen Annika Langwart. Und das konnte Annika Langwart für sich entscheiden, auch im Zielsprint. War nicht ganz so knapp wie bei den Herren, weil, ja, war so ein bisschen komisch. Jolanda Neff ist als Führende auf die Zielgerade gegangen, da ging es um so eine Rechtskurve. Jolanda Neff hat sich ein paar Mal umgedreht zur Annika Langwart und ist die Kurve sehr weit außen gefahren, auch mit, ja, jetzt nicht mit Höchstgeschwindigkeit, hat so ein bisschen taktiert, und dann ist die Annika Langwart einfach innen an ihr vorbeigezogen, hat Vollgas gegeben, und bis zu dem Moment, wo Jolanda Neff überhaupt reagiert hat und selbst heftig reingetreten hat, war die Annika Langwart schon längst weg und nicht mehr einzuholen. Also sah für mich jedenfalls so aus, als ob das Jolanda Neff so ein bisschen verspielt hat, wobei Annika Langwart auch eine sehr, sehr gute Sprinterin ist, und wenn die da wirklich ins Duell auf der Zielgeraden gegangen wären, dann, ja, hätte es gut sein können, dass auch so Annika Langwart gewonnen hätte. Aber war auf jeden Fall super spannend und ultra viele Leute am Streckenrand. Also im Wald waren da auch teilweise extrem hohe Tribünen aufgebaut. Der ganze Streckenrand war voll und es war eine grandiose Stimmung. Sah echt technisch aus. Also war definitiv nicht ohne in Novo Mesto. Man kann es auch wirklich nur jedem ans Herz legen, auch wenn man normalerweise nur Downhill World Cup guckt, auch mal in die Cross-Country-Übertragung reinzugucken, weil es wirklich, wirklich spannend ist. Kommt natürlich auch immer aufs Rennen an, aber auch Albstadt fand ich persönlich beispielsweise auch spannend. Es ist auch einfach krass zu sehen, was die teilweise für technische Sektionen fahren mit ihren mit hohen Sätteln, dünnen Reifen, keinen Protektoren und nichts. Also es ist doch immer wieder spannend. Also gerade so in den letzten 2 Jahren, würde ich sagen, oder 2, 3 Jahren, gucke ich doch regelmäßig den Cross-Country World Cup auch, und das ist immer sehr spannend. Ja, gerade jetzt auch noch mit dem Short Race, was immer freitags stattfindet und sich auch sehr auf die Gesamtwertung auswirkt. Also es ist, muss ich zugeben, mittlerweile spricht es mich auch deutlich mehr an, obwohl ich eigentlich mit Cross-Country gar nichts am Hut habe. Aber ich finde die Rennen sehr, sehr spannend und gucke es mir mittlerweile auch sehr, sehr gerne an. Und gerade wenn es eben so spannend ist wie jetzt in Novo Mesto. Geht, glaube ich, mittlerweile sehr vielen Leuten so. Also ich, als Indikator würde ich da ranziehen, wie zum Beispiel jetzt bei uns bei der Berichterstattung, die Kommentare geschrieben werden. Also das ist überhaupt, dass so mittlerweile so etabliert ist, dass Leute halt unter den Berichten kommentieren und so. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren, da wurden denn die Ergebnisse bei uns gepostet im News-Bereich, und das war's denn. Da war dann irgendwie Stille darunter, und mittlerweile sind die Themen halt voll mit Kommentaren und die Leute unterhalten sich darüber. Und ja, das ist halt schon ein deutliches Zeichen dafür, dass es attraktiver geworden ist, deutlich attraktiver geworden ist. Was aber tatsächlich auch daran liegt, dass wir einfach mittlerweile richtig, richtig gute Experten haben. Also den Tobi und Gabi Sindlinger, Christi und Dormas, das sind unsere 4 Cross-Country-Kollegen, die gerade jetzt zum Beispiel bei Albstadt, aber auch bei den anderen Rennen mittlerweile, und das hatten wir früher auch nicht, eine coole Vorschau bringen. Wir haben die Cross-Country-News, die alle paar Wochen kommen, und das Ganze ist mittlerweile sehr, sehr durchaus aufwendig aufgemacht, und ich denke, da sind wir echt weitaus besser aufgestellt als noch vor, ich sag mal, 2 Jahren. Auf jeden Fall. Und deswegen, ich glaube, das ist auch mit einer der Gründe, dass wir uns da einfach, oder dass sich unsere Cross-Country-Kollegen da einfach auch wirklich sehr reinschmeißen. Ja. Und das ist, könnte ich jetzt absolut nicht so liefern, weil ich da einfach echt wenig Ahnung habe im Vergleich. Aber dadurch, dass die selber auch Bundesliga gefahren sind und teilweise noch fahren, und auch der Gabi beispielsweise bergab dann, ich weiß gar nicht, welcher Tour es war irgendein, war eins der Four Peaks Etappenrennen, glaube ich, da hat er die Enduro, also die Bergabwertung, glaube ich, gewonnen, und war bei den kurzen Uphill-Sprints, war auch mal sehr weit vorne in der Gesamtwertung, so Spezialwertung. Also die Jungs wissen halt, wovon sie reden, und das macht echt immer Spaß, dann zu lesen. Ja, auf jeden Fall. Also es ist bei mir auch so, dass ich das doch deutlich
intensiver verfolge als vor ein paar Jahren noch die ganze Geschichte. Und auch mit diesen Features, die wir jetzt zuletzt hatten aus Albstadt, die Boxengasse, das ist ja auch so megamäßig eingeschlagen, der Artikel, weil er auch einfach total großartig war. Und, ja, da ist eine Menge Potenzial, denke ich, was diesen Sport angeht. Und da hoffe ich, dass in Zukunft das weiterhin so gut funktioniert, auch bei uns. So. Ja, kommen wir langsam zum Ende des Cross-Country-Weltcups ohne zum Ende des Podcasts. Ciao. Ja, reicht jetzt. Tschüss, bis in zwei Wochen wieder. Nein, aber fahren ja nicht nur Yolanda Neff und der Herr Schürter mit. Auch sehr, sehr stark Manuel Fumic auf dem 5. Platz in Novo Mesto. Auf dem Podium und aus deutscher Sicht sehr erfreulich, Georg Egger als 22. und Martin Gluth als 29. Also drei deutsche Fahrer in den Top 30, einer auf dem Podium. Hut ab. Ja, Elisabeth Brandau auch auf 11, glaube ich, in Novo Mesto wieder. Nicht ja, ganz weit oder vorne, 12. Aber, ja, also ja, aber trotzdem auch sehr, sehr stark. Voran. Ja, richtig geil. Ja. Gut, Markus. Es gibt eine neue Schaltung. Magst du etwas dazu sagen? Kann ich eigentlich nicht, weil ich habe nicht so viel Ahnung, nein. Es gibt eine neue XTR, sehr, sehr, sehr lang erwartet. Shimanos Einstieg in den 12-Fach-Schaltungsmarkt. SRAM hat es vorgemacht mit der Eagle vor 2 Jahren, ist es her, Hannes? Ja. Ja, ne? 2016. Boah, ja, genau, das 2016 haben sie die genau, vorgestellt. Ja. Ist schon wieder so lang her. Ja, und von Shimano kam halt lange Zeit überhaupt gar nichts. Und ja, jetzt sind sie halt letzte Woche an die Öffentlichkeit gegangen mit ihrer 12-fach XTR, die sehr, ja, sehr polarisierend wirkt. Also, wenn man das so zusammenfassen kann, was bei uns im Forum das Feedback ergeben hat. 282 Kommentare sind es aktuell, das ist doch durchaus überdurchschnittlich. Ja, vielleicht gehen wir mal durch, was es alles gibt in der neuen XTR-Gruppe. Es gibt jetzt ein neues Freilaufsystem bei Shimano. Das ist der Tatsache geschuldet, dass ein 10er Ritzel verbaut ist. Das passt ja auf die Standardfreiläufe nicht rauf. SRAM hat das damals auch gemacht. Die haben diesen XD-Driver entwickelt und setzen den ein bis runter zur GX. Shimano hat jetzt hier auch was Ähnliches entwickelt, was natürlich nicht kompatibel ist. Das war ja so eine der spannenden Fragen. Also, dass Shimano irgendwann mal nachziehen muss mit mehr Gängen oder einer größeren Bandbreite, war ja so ein offenes Geheimnis. Und es wurde lange diskutiert, ob die dann auch auf den XD-Driver setzen und den irgendwie von SRAM lizenzieren können oder nicht. Und da war eigentlich auch die logische Antwort, dass sie das nicht machen können und nicht ja, machen werden. Die Blöße können sie sich nicht geben. Ja, mit Blöße hat das, glaube ich, nicht viel zu tun. Ja, doch, ich würde für Shimano, glaube ich, würde ich das schon fast sagen. Ja, also ich glaube, das ist in dem Selbstverständnis von Shimano, glaube ich, wäre es, glaube ich, nicht vorgesehen zu sagen, das wäre, glaube ich, ein Eingeständnis, dass man es selber nicht besser machen kann. Und deswegen gehen sie, glaube ich, lieber den Weg und sagen, wir entwickeln jetzt einen ganz neuen, auch weil sie vielleicht dann sagen oder denken, dass er halt dann besser funktioniert, als zu sagen, ja, wir müssen jetzt irgendwie, wir machen es uns einfach und nehmen halt den. Also ich glaube schon, dass sie das definitiv aus dem Grund gemacht haben. Ja, ne, der ja Nachteil, ich glaube, halt, es wird aber auch ganz schön teuer gewesen sein. Also ja, teurer definitiv, als bei Monopoly auf die Schlossallee mit dem Hotel drauf zu kommen. Ja. Ja, Nachteil stimmt, ist eben, man benötigt eher neue Narben. Und er kann nicht einfach so umrüsten und die entsprechenden Narben, die wird es auch erstmal nur von Shimano geben und von DT Swiss, die haben da wohl sich eine Lizenz besorgt. Das heißt, die Auswahl an ja, Komplettlaufrädern oder auch Narben wird erstmal sehr übersichtlich sein. Weiß jetzt nicht, inwieweit das der Verbreitung hilfreich ist. Was sicherlich im Komplettbike-Bereich egal ist, da wird dann eben alles ja sowieso gruppenweise gekauft und verbaut, aber für den, der mal einfach so nachrüsten will, ist die Auswahl dann doch erstmal gering. Die neuen Narben oder der neue Freilaufkörper, der hat auch so ein neues Ratschensystem, der den Widerstand im ja, Freilaufzustand erheblich vermindern soll. Ja, jetzt ist halt die Frage, was bringt das zum Schluss? Lässt sich das irgendwie umrechnen in
Ersparnis in Watt, keine Ahnung, wenn ich mein Billiglaufrad irgendwie nehme und das einmal im Stand drehe, das dauert ewig, bis das aufhört zu drehen. Also so groß ist diese Reibung da, glaube ich, gar nicht. Andererseits ist natürlich, ist es immer gut, wenn Sachen verbessert werden. Von daher vielleicht eine ganz nette Sache. Weiterer Vorteil ist, das Ding soll komplett lautlos sein. Da weiß ich, das gibt halt viele Leute, die fahren halt gern mit Narben durch den Wald, die so laut sind wie eine Kettensäge, und andere klingen es dann halt doch wieder leise. Ich bin jemand, der es sehr, sehr gern sehr leise mag, deswegen finde ich das auf jeden Fall eine gute Sache, dass da was passiert in der Richtung. Ja, auf die Freilaufkörper kommen die Kassetten. Da haben sie mehrere gleich vorgestellt, 3 Stück an der Zahl. 2 zwölffach, eine für Enduro, eine für Cross-Country. Die Enduro-Kassette geht von 10 bis 51 Zähnen, also der kleinste Gang hat noch einen Zahn mehr als die Konkurrenzprodukte bei SRAM. Die Cross-Country-Version, die geht von 10 bis 45 Zähnen, und beide Kassetten unterscheiden sich tatsächlich in den Zähnen nur auf den oberen 3 Ritzeln. Ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, der untere Bereich, der ist identisch. Aber ist das kurz Frage an der Stelle, weil ich fand die Pressemitteilung von Shimano mal wieder eher ein bisschen unübersichtlich, um es freundlich zu formulieren. Ist es so, dass die Enduro-Kassette eine Übersetzung von 10 bis 51 hat, oder ist das die Cross-Country-Kassette? Das ist die Enduro-Kassette. Okay. Ja. Also aber einfach Yolanda auch so vom Neff, Logischen her macht das halt, also ist das auch sinnvoller, glaube ich, so zu machen. Und Fun Fact, Yolanda Neff ist trotzdem die 51er gefahren. Ach echt, ja? Ja, also ich meine, das hätte ich gelesen auf Instagram. Ich dachte, die Enduro-Kassette hätte eben nur 10 bis 45 und dafür einen breiteren Narbenflansch um ein stabileres Laufrad. Das ist die dritte Kassette, die dritte Kassette, die sie vorgestellt haben, wo sie halt das obere Blatt weggenommen haben, das große. Die nur 11-fach hat. Und dadurch einen breiteren Narbenflansch bauen können, und dadurch sind eben noch stabilere Laufräder möglich, laut Shimano. Und die hat dann eben auch nur 11 Ritzel, die Kassette, obwohl sie 11. für das 12-Fach-System gebaut ist. Da stellt man dann, denke ich mal, wie ist denn das, Hannes, du hattest das rausgefunden, stellt man das dann irgendwie am Hebel ein, oder passiert das automatisch über die Begrenzung, dass dann einfach der letzte Gang nicht geschalten werden kann? Auf jeden Fall sind die Schaltabstände sind 12-fach bei diesem 11-fach-Ritzel. Es lässt sich auf jeden Fall direkt darin, man kann das gleiche auf jeden Fall nutzen, den gleichen Shifter. Ja. Also es macht in dem Sinne halt Sinn für den Enduro-Fahrer, dass man eine größere Kassette hat, weil man einfach mit dem Enduro meistens länger, steiler unterwegs ist als in einem schnellen Cross-Country-Rennen, beziehungsweise da wird, glaube ich, einfach mehr durchgepusht, wobei ich sagen muss, aber andererseits da geht es erstens nicht ganz um die reine Geschwindigkeit bergauf, und zweitens hast du doch da eher selten so extrem steile technische Anstiege, wo du wirklich das 50 oder 51er Ritzel brauchen würdest. Ja, das ist halt die Erklärung, die so formuliert wurde. Also ich würde ehrlich gesagt, egal welche, ich würde immer die 51er-Variante vorziehen. Ich glaube, es lag tatsächlich, die 45er liegt wohl daran, oder ist für Cross-Country-Fahrer, glaube ich, besser geeignet, jetzt fällt es mir wieder ein, dass die gleiche Zahnabstände weiterhin hat. Und das scheint für viele Fahrer dann durchaus ein Kriterium zu sein, was wichtiger ist als so ein Extragang. Sind nicht gleich, sind aber deutlich dichter zusammen. Genau. Also 24, 28, 32, 36, 40, die haben alle den gleichen Abstand, denn 45 sind halt einer mehr, was aber bei der Übersetzung jetzt auch nicht mehr so relevant ist. Stimmt schon, ist relativ linear im oberen Bereich. Also das war zum Beispiel ein Problem von der alten XT-Kassette, die von 11 bis 45 ging, oder von 12 bis 45, dass da einfach der Sprung vom vorletzten auf das letzte große Ritzel, das ging, wenn ich mich richtig erinnere, von 36 auf 45 Zähne, und dann warst du in einem steilen Anstieg, braucht es noch diese Extra-Power, weil mit einem 32er Kettenblatt vorne und ein 36er Ritzel ist jetzt noch nicht so eine leichte Übersetzung, und dann hast du auf das 45er Ritzel geschaltet und mit einem Schlag voll ins Leere getreten, die alle Bänder gezerrt, die du in deinen Beinen hast, und hat auch immer einen furchtbaren Schlag getan. Also ja, von daher ist es schon sinnvoll, da etwas gleichmäßigere Gangsprünge drin zu haben. Ja,
Also was ich immer so ein bisschen komisch finde an diesen ganzen, auch bei SRAM an den Kassetten, dass die halt unten unbedingt einen 10er Ritzel haben müssen. Also das ist mir nicht so ganz klar, warum man das macht. Also Shimano hätte jetzt auch sagen können, wir machen einfach von 11 bis 51. Hm. Klar hätten sie halt nicht mehr hätten sie nicht mehr sagen können, wir haben jetzt mehr Bandbreite als die Konkurrenz. Aber dieses 10er Ritzel, also ich persönlich halte das für ziemlich sinnfrei und hätte dann doch lieber auf Kompatibilität geschaut. Aber also ich nutze es super oft. Ernsthaft? Ja. Was fährst du? Ja, ich auch. Also wenn ich zum Trail fahre, durch die Stadt fahre, dann fahre ich fast immer auf einen großen. Was hast du für ein Kettenblatt vorne drauf? 32er bei 29 Zoll. Ah, 29, und, okay, ja. Und von daher, und das ist gerade so okay. Also da ist man wirklich auf dem kleinsten Ritzel ist es eigentlich perfekt, wenn du wirklich halt durch die Stadt ballern willst oder halt irgendwie so Traversen irgendwie fährst. Also ich nutze es tatsächlich oft. Ja. Und ich finde schon, dass es einen Unterschied macht. Okay, gut, das ist natürlich jetzt immer die. Aber es ist halt Auslegungssache. Also unsere User, teilweise die User, die bräuchten, glaube ich, einen Achter oder sowas. Ja, verstehe ich nicht. Also wenn man das teilweise liest, dann ballern unsere User ja teilweise mit einem 50er Schnitt dann über die. Bei manchen haben wir die Straßen. Ja, immer. Auch okay. Berghoch. Und hast du mal darüber nachgedacht, vielleicht ein 34er Kettenblatt oder so zu nehmen? Dann würde sich das ja eventuell auch regeln. Ja, oder sagst also du, du kommst denn mit 34 zu 50 nicht mehr in Berg hoch? Also ich komme da schon im Berg hoch mit, aber für mich ist tatsächlich der Vorteil, dass man mit diesem 32er und einem 50er Ritzel hinten, ist es super angenehm, einfach jetzt im Berg hoch zu fahren. Mhm. Natürlich ging es mit einmal 11 auch, keine Frage. Und es ging auch davor irgendwie, aber mit einmal 11 war es halt so, dass es jetzt je nach Rampe nicht mehr angenehm war. Es ging, aber man musste sich ja durchaus anstrengen. Aber einmal 12 ist für mich, ich sage mal, so ein bisschen so ein Wohlfühler, so ein Recovery-Gang, so ein bisschen. Also da kommt man halt sehr, sehr entspannt in einer super niedrigen Trittfrequenz dann hoch. Oder in einer super hohen Trittfrequenz hoch und es ist sehr entspannt zu fahren. Also ich finde für mich ist der Vorteil definitiv da und ich habe aber unten raus gerade so, dass es für mich gut passt. Okay. Also ist halt auch insgesamt ein Vorteil von dem 10er-Ritzel hinten, dass du die ganze Antriebseinheit vorne in der Kurbel ein bisschen kompakter bauen kannst. Ich meine, natürlich könntest du auch als kleinstes Ritzel hinten einen 13er nehmen, was dann brauchst du keinen speziellen Freilaufkörper für die Narbe, aber hast halt insgesamt eine riesige Kassette und musst ja auch vorne dann ein 36er oder 38er Kettenblatt dran bauen, was dann wiederum die Bodenfreiheit verringert und dann brauchst du noch eine Kettenführung da dran, die auch nochmal schwerer ist. Also ich finde es an sich schon sinnvoll, dass die hinten auf den 10er Ritzel gegangen sind. Natürlich geht es auch mit einem 11er Ritzel hinten, aber gerade so in der Enduro World Series sagt eigentlich mittlerweile jeder, sie fahren vorne standardmäßig ein 34er Kettenblatt in Kombination mit der Eagle, also mit 10 bis 50, weil das wirklich so die Bandbreite ist, die man für 98% aller Strecken braucht. Mhm. Oder wenn es dann wirklich nur Bikepark-Strecken sind, wie in Colorado manchmal bei der EWS, wo auf sehr, sehr smoothen Strecken reingetreten wird, dann gehen sie vielleicht auf einen 36er Ritzel. Aber eigentlich ist 34 so das Maximum, was du jetzt vorne brauchst. Und das finde ich schon ganz sinnvoll, dass es so kompakt jetzt ist. Hm. Ja. Auf jeden Fall. Aber ja, da gibt es nicht den ist einen. Ist auch eh sehr individuell, glaube ich, da die Vorlieben. Ja. Ja, umso besser, auch, wenn man die Wahl hat. Ja, genau. Ja, aber auf jeden Fall jetzt interessant zu sehen, dass Shimano nachgezogen ist. Genau. Beziehungsweise sogar SRAM überholt hat mit 510% Bandbreite. Erinnert mich so ein bisschen an das Megapixel-Rennen der Kompaktkameras vor ungefähr 15 Jahren. Ja. Ja, wie gesagt, ich fand die Art und Weise, wie die neue Gruppe präsentiert wurde, so ein bisschen unübersichtlich. Ja, wir werden es ja nochmal haben demnächst. Wir sind ja noch, wir kriegen es nochmal besser vorgestellt, aber nicht nur das, sondern da gibt es noch ein paar Sachen, die nebenher noch nicht publik zu machen sind, aber es wird demnächst, glaube ich, nochmal auch dann den ersten Testbericht geben. Ja. Aber ja, wie du sagst, es ist auf jeden Fall eine andere Präsentationsart, wie wir es jetzt beispielsweise bei der 12-fach Eagle hatten, ja, definitiv. Ja, es gibt neue Bremsen, also es ist jetzt so ein bisschen aufgeteilt, dass es eine XTR-Gruppe für den Cross-Country-Bereich gibt und eine XTR-Gruppe für den Enduro-Bereich oder ja, All-Mountain-Hochfahren und Backup-Ballern, wenn man es so nennen will.
Für Letzteres ist wahrscheinlich die neue Vierkolben XTR-Bremse interessant, die es jetzt auch geben wird. Es gibt einen neuen Hebel für Dropper-Sattelstützen und generell wurde das ganze Iceback-System überarbeitet, also das, was dafür sorgt, dass das Cockpit ein bisschen aufgeräumter ist, wie die Hebel montiert werden, ist jetzt ein neuer Standard. Ja. Und wer hiermit gebe ich den Erzählstein weiter an Hannes. Ja, ganz kurz noch, um das abzuschließen, was es noch neu gibt, was mich persönlich freut, ist, dass es jetzt erstmals ein Kettenschloss gibt für diese Zwölffachkette auch. Ja, oh, das ist so eine Lösung irgendwie. Shimano war immer der Schmerz mit diesen. Ja, also Nieten dieses blöde Pin, das ist völliger, also das war wirklich definitiv nicht mehr zeitgemäß. Und ich meine sogar, es wäre letztens schon irgendwann vorgestellt worden, aber das war jetzt definitiv ein Feature, was jetzt auch bei der neuen XTR dabei ist. Sehr, sehr, sehr sinnvoll. Du nutzt ja das Kettenschloss wahrscheinlich auch, um die Kette zu öffnen und wieder zu schließen. Mehrfach hast du eigentlich mal in die Anleitung geschaut. Bei SRAM, da steht drin, du darfst es nur genau einmal benutzen. Ja, ich weiß. Ach so, ist dir bekannt, alles klar. aber ja, klar, also das offiziell definitiv darf man es nicht. Ja. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, von meiner Warte aus, also ich habe diverse. Ich fahre jetzt diverse Ketten jetzt da schon sehr, sehr lange und ich habe teilweise da auch ein altes Kettenschloss drin. Also natürlich ein Igel-Kettenschloss, aber eins aus dem ersten Test oder so teilweise. Also ich sehe da jetzt keinen Unterschied. Nee, also es ist kein großer Verschleiß und ja, es geht auch nicht kaputt. Also ja, ich nutze das auch mehrfach. Ich fand es halt nur interessant, ist mir letztens durch Zufall mal irgendwie Weg gelaufen, die Anleitung, und dachte, schaust mal rein. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Ansonsten, vielleicht können wir das noch ganz kurz abschließen, was noch neu ist. Es gibt weiterhin zweifach vorn. Also das ist mitnichten so, dass die XTR jetzt nur noch als 1x12 kommt, sondern die gibt es auch noch als Zweifach-Variante. Was auch interessant ist, also dass Shimano da jetzt auch nicht irgendwie komplett der Umwerfergeschichte den Rücken kehrt. Hätte man ja denken können, halt mit diesen Übersetzungen, die sie da an der Kassette auffahren, aber interessant, es ist nicht so. Schaltwerk ist auch einmal komplett überarbeitet mit jetzt großen Schaltrollen, ich glaube 13 Zähne hatten die, wenn ich mich recht entsinne. Ja, ist schon doch deutlich größer als vorher. Kennt man ja auch von SRAM, die haben das ja auch gemacht mit großen Schaltröllchen. Und der Shifter für den Umwerfer, der ist ganz interessant, der hat nur noch einen Hebel, der hat nicht mehr zwei. Ja, das haben sie einfach alles einmal komplett neu gebaut. Du hattest das ja auch schon erwähnt, Moritz, dass es ein neues Iceback gibt, das Iceback e.V. Sieht an sich erstmal ganz schick aus, muss mal gucken, wie das dann funktioniert. Ja, so mit den Bremsen, die hatten wir auch schon erwähnt, sind wir, glaube ich, auch einmal durch alle Neuerungen der XTR. Wie findet ihr die optisch? So vielleicht zum Abschluss. Ist also das gelungen oder eher nicht schick. So? Ja, ich finde sie sehr gefällt schick. Gefällt mir gut. Ja. Also weitaus schöner als die vorherige. Die sah mir immer viel, also die Kassette sah mir viel zu klobig aus immer. Jetzt haben sie auch die ganzen rausgefrästen Teile, ne? Oder weiß nicht, wie sie das machen. Das sieht schön aus. Ja, das finde ich auch. Und die Kurbel gefällt mir richtig gut. Gerade mit dem Spider bzw. dem Kettenblatt sieht sehr, sehr schick aus. Also, und ja, eine Sache, die noch neu ist, ist nämlich auch der Preis. Stimmt. Und wer bisher über SRAM gemeckert hat, über die UVP, der wird jetzt feststellen, dass das ist nicht ganz so preiswert ist, ehrlich gesagt. Also, man muss sich natürlich, um das mit der Eagle zu vergleichen, muss man sich die Bremsen jetzt wegdenken, aber mit den Bremsen. Und die kommt Narben die, musst du dir auch noch wegdenken. Die Narben auch noch. Ja. Also kommt die aktuelle XTR im 1x12 für schlanke 1.999 Euro über die Ladentheke. Da bin ich mal gespannt, was da passiert, wie sich die Preise angleichen. Jetzt gibt es halt direkt vergleichbare Schaltgruppen. Ja. Und ich denke mal, da wird sich was tun, auch auf der Eagle-Seite. Das ist sicherlich auch nochmal ein Grund, dass da die Preise sinken werden. Die wirklich spannende Frage wird doch nicht, also klar, XTR ist auch super spannend, aber was für die meisten Leute eher relevant ist wann Shimano XT. Mit einer XT und anderen vielleicht auch eine neue Saint oder so nachziehen wird. Ja. Und ich glaube,
Es wäre jetzt auch nämlich meine nächste Frage, die ich euch gleich stellen werde, weil ich finde, wir sollten das Thema noch nicht abschließen, es sei denn, der Wecker meckert. Ja, also das wird halt spannend zu sehen sein, wann auch die günstigeren Gruppen von Shimano von den ganzen Neuerungen profitieren werden. Also wann es zum Beispiel eine 12-fache XT-Gruppe geben wird oder ob es die geben wird und wie lange sich Shimano da noch bitten lässt. Und insgesamt ist auch die Frage, ob Shimano mit der 12-fach-Schaltgruppe noch rechtzeitig die Kurve gekriegt hat oder eigentlich viel zu spät jetzt damit antanzt. Weil, also wir hatten ja jetzt vor kurzem zum Beispiel den Enduro Race Bike Vergleichstest. 7 moderne Enduro Bikes haben wir gegeneinander getestet und alle 7 Räder hatten eine Eagle-Schaltung. Also da in dem Bereich war Shimano jetzt gar nicht mehr zu sehen. Und kann natürlich auch nur ein Zufall sein, aber es ist ja, also bei 7 Rädern, die alle mit einer Eagle-Schaltung ausgestattet sind, was meint ihr, ist Shimano da überhaupt noch rechtzeitig dran? Also, ich denke, es ist schwierig natürlich, aber sie werden trotzdem den Fuß da reinbekommen. Shimano ist, glaube ich, dafür bekannt, dass sie viele Verträge haben mit vielen Firmen als Erstausstatter. Und ich denke, da gibt es dann auch durchaus einen Hebel, an dem sie ansetzen können und die neue XT auch da in den Markt reinbekommen. Also zumindest über diesen Erstausstattermarkt, wie es jetzt im ganz normalen Aftermarket ist, weiß ich nicht. Aber wenn es gelistet ist in den Shops, wenn die Preise vergleichbar sind mit SRAM, dann denke ich, wird das auch genug Fans finden. Und wie du eben angesprochen hast, wenn denn vielleicht nächstes Jahr hoffentlich die 12-fach XT kommt, dann sieht die Sache, glaube ich, auch dann doch wieder relativ entspannt aus. Würde ich jetzt mal so vermuten. Hannes, was meinst du? Ich denke auch, dass sich das eher um die XT drehen wird. Dass diese XTR-Geschichte war ja eigentlich immer schon so ein Prestige-Ding, auch gerade für die teuersten Bikes. Also XTR ist auch immer noch einfach so ein Name, der seit jeher dafür steht, Beste vom Besten eigentlich zu sein. Natürlich, also mittlerweile grätscht halt natürlich SRAM mit der XX1 Eagle beispielsweise extrem rein und ist viel früher etabliert. Ich denke, dass sich das trotzdem an vielen Rädern, gerade im hochpreisigen Cross-Country-Bereich, dass es dort gespeckt wird. Auf der anderen Seite sehe ich es aber so, dass ich nicht glaube, dass viel, das ja, man kann nur spekulieren, man weiß es natürlich, wie gesagt, angesichts der Verträge jetzt irgendwie nicht, dass jetzt viele umswitchen werden, wieder auf eine XCR, nachdem sie vorher die XO1 Eagle oder so montiert hatten, im hochpreisigen Bereich. Vielleicht wird es auch ein Mix. Ich denke, was sich halt von aus SRAM-Seite extrem etabliert hat, ist die GX Eagle, die, und ich bin jetzt beide sehr, sehr lang gefahren, keine wirklich, bis auf leichte Gewichtsunterschiede, keine Nachteile gegenüber der XO1 bietet. Ich sehe da in der Schaltperformance wirklich eigentlich nichts, außer im Verschleiß halt ein bisschen. Aber sonst ist es wirklich, kriegt man halt für einen Bruchteil des Preises und gerade jetzt so kriegt man halt eine perfekte Schaltung. Und von daher, ja, ich bin mal gespannt. Ich denke, im XT-Bereich sieht es dann wieder ganz anders aus. Also das wird auch häufiger gespeckt werden dann. Und ja, Da kann man auf jeden Fall gespannt sein. Also schön ist die Gruppe auf jeden Fall und ich denke, sie wird verbaut werden, aber SRAM hat natürlich einfach massiv vorgelegt jetzt erstmal. Ja. Da würde ich mich eurer Meinung anschließen. Also ich glaube, Shimano ist zwar sehr, sehr spät dran, aber noch nicht zu spät. Wie du eben schon angesprochen hast, Hannes, es gibt, also gerade so Shimano XTR, das ist halt nicht nur seit Jahren, sondern seit Jahrzehnten ein Begriff. Das kennt jeder, der in einen Radladen reingeht. Also egal, ob jetzt High-End Carbon-Mountainbikes oder ein ganz normaler Radladen, der ja für Firmen wie SRAM oder Shimano auch nicht ganz unrelevant ist. Also da ist Shimano schon ein sehr großer Begriff und gerade so Gruppen wie die XTR oder auch die XT. Ich glaube, ich lehne mich jetzt einfach mal aus dem Fenster, ohne da weiteres zu wissen. Ich glaube, es wird nicht lang dauern, bis wir eine 12-fache XT-Gruppe sehen. Ich glaube, es wird sich relativ schnell etablieren, weil gerade der OEM-Bereich, also wie Kompletträder ausgestattet sind, da wird wieder sehr, sehr viel Shimano zu finden sein. Und ich glaube aber auch, dass es jetzt ein ordentlicher Warnschuss für Shimano war,
weil SRAM einfach in den letzten Jahren mit der Eagle-Schaltgruppe da massiv vorgelegt hat. Ja. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass wir, um vielleicht aufs nächste Thema noch ganz elegant überzuleiten, ich glaube, es ist wirklich kein Zufall, dass jetzt kurz vor dem, kurz vor der Vorstellung der Shimano XTR-Schaltgruppe dann immer mehr Bilder von der SRAM E-Type-Schaltung an den Rädern von Nino Schurter und Marlene Dehn aufgetaucht sind. Man möge es uns nachsehen, ob sie Dehn oder Degen heißt. Moritz aber ganz elegant rüber genuschelt. Ey, wenn ihr das jetzt nicht angesprochen hättet, das wäre doch niemandem aufgefallen. Mann, wir hatten jetzt hier eine Scheiße rein. Wir hatten im Vorgespräch lange überlegt und versucht herauszufinden, wie der Name korrekt ausgesprochen wird. Deswegen war das jetzt sehr, sehr lustig, zumindest für mich. Herrlich. Ja, was heißt überlegt? Ihr habt gesagt, die heißt Degen. Da habe ich gesagt, nee, die ist Dänin, die heißt Dane. Ist doch klar. Pass auf, wir machen also, das so. Liebe Hörerinnen und Hörer, bei euch, unter euch ist sicherlich jemand dabei, der weiß, wie der Name korrekt ausgesprochen wird. Ich bin doch Däne. Wir bitten euch. Hannes, du bist doch Däne. Schreibt uns in den Kommentaren, wie der Name korrekt ausgesprochen wird. Das hatten wir damals schon beim Mathieu van der Poel. da wurden wir ja auch verbessert, fand ich super gut. Und macht's jetzt bitte auch. Dann sagen wir es das nächste Mal auch richtig. Denn ich denke mal, das Thema E-Tab, D-E-G-N. D-E-G-N, genau. Denn das Thema Eagle E-Tab wird sicherlich nicht das letzte Mal behandelt werden heute, oder? Ja. Nee. Und das Coole ist, also besagte Marlene hatte, also Marlene hatte Dane-Schalter montiert, der bei der SRAM E-Tab dann zum Einsatz kommt. Und ich denke, das war so das bekannteste, beziehungsweise das auffälligste, was beim World Cup in Albstadt war es schon. Genau. Am Rad zu sehen war. Und der große Unterschied oder der größte Unterschied zu einem regulären SRAM-Trigger bestand darin, dass es eher aussah wie so eine, ja, es war so eine Art Wippe. Also die hatte so eine, an zwei Seiten so angelegt wie so eine aufgeschnittene Badewanne, so ein bisschen in klein. Das kann sich jeder genau vorstellen, wie das Ding aussieht. Es sieht halt einfach aus wie so eine kleine Wippe oder so eine kleine Schale, die an den Seiten offen ist. Eine Schale, die genau die Daumenform hat, ne? Wo man den Daumen genau nach oben oder unten bewegen kann. Und es sieht... Ach, es ist bestimmt mit Touch-ID. Das könnte sein, ja. Dann kannst du das Fahrrad nur fahren, wenn du vorher deinen Daumen drauflegst. Wenn dir da dein Konkurrent auf dem Zielsprint noch in den Schalthebel greifen will, geht nicht. Nee. Aber das Blöde ist, es funktioniert manchmal auch nicht und dann musst du erst ein Passwort eingeben. Ach scheiße, ja, dein Code. Nee, also der sah sehr, sehr spannend aus und sowas hat man tatsächlich auch bisher eigentlich noch nicht gesehen. Also ich erinnere mich an keine Schaltung, wo so ein Trigger oder Shifter schon mal montiert war. Und wie schon ein paar User angemerkt haben, SRAM hat natürlich jetzt durch so eine elektronische Variante viel mehr Freiheiten. Es geht da wirklich nur darum, einen Impuls auszulösen. Oder zwei Impulse auszulösen. Und da ist man natürlich auf so eine klassische Hebelform überhaupt nicht mehr angewiesen. Und das könnte sehr spannend werden. Es sah auf jeden Fall interessant aus. Was meint ihr? Ja, das denke ich auch, dass sie da jetzt sehr viele Möglichkeiten haben. Und wer weiß, ob das überhaupt der finale Schalter sein wird. Ich habe den gerade mal hier offen in der Vergrößerung. Vielleicht ist das sogar nur irgendwie ein 3D-gedruckter Prototyp. Vielleicht haben sie es mit Absicht auch nicht so gemacht, wie es später kommen wird, weiß man nicht. Das Schöne ist, es gibt Möglichkeiten, sie können das machen. Die Daumenkräfte, die man benötigt, um zu schalten, sind sehr gering bei so zwei elektronischen Tastern. Da kann man sich, glaube ich, als Ingenieur richtig gut austoben. Der Hebel an sich, die Elektronik, die drin ist, die ist wohl soweit final, denn es ist ein, das sind schon CE-Logos und sowas aufgedruckt. Denke mal, da wird nicht mehr so viel passieren, aber halt gerade was diesen Hebel angeht, ja, warum nicht? Also warum sollten sie das nicht so lassen? Warum, könnten sich da neue Sachen überlegen, müssen wir mal sehen, was tatsächlich dann verkauft wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass das gut funktioniert, also weil der Daumen dann wirklich so richtig schön da drin liegt, so richtig satt. Mhm. Und man wirklich bloß noch nach oben und unten wippen kann. Aber wie das immer so ist, man muss es halt testen, sonst ist es schwierig, irgendwie ein Urteil darüber abzugeben. Ja. Auf jeden Fall spannend. Ja, wird uns auf jeden Fall in den nächsten Monaten noch begleiten. Ich fand es einfach nur interessant, so Shimano präsentiert die neue XTR, die
preislich natürlich für die meisten Leute vollkommen uninteressant. Es ist halt cool anzuschauen. Und SRAM zeigt dann fast zeitgleich, lässt dann aus Versehen ein paar Räder mit der E-Type-Schalterung stehen. Die natürlich auch, genauso wenn sie auf uninteressant den, ist, preislich gesehen. Ja, wenn die auf den Markt kommen, wird die natürlich auch super teuer sein. Aber da geht's dann eher um Marketing und Prestige und so die ganzen Sachen. Und gerade wenn solche Sachen bei einem Rennen gezeigt werden, also klar gibt's dann Mechaniker, die sagen, hey, nee, bitte nicht zeigen, ist ein Prototyp, auf gar keinen Fall Fotos machen. Aber ich deck's mal jetzt nicht ab, ne? Ja, aber wenn's bei einem Weltcup eingesetzt wird, dann meine Güte, also das ist, haben dann die gewisse Teams auch so ein Stück weit Pech gehabt. Also was, ich meine, was soll das? Vielleicht ist das auch einfach kalkuliert. Gerade ja, dieser zeitliche. Also es gibt ja durchaus Möglichkeiten, solchen Kran zu testen, ohne dass jetzt zufällig noch 15.000 Zuschauer und 500 Leute von irgendwelchen Mountainbike-Websites mit Kameras in den Hand in den Hand anwesend sind. Und das gab es vor allen Dingen bei den bisherigen Schaltungen, haben sie es auch geschafft, das lange, lange zu testen. Beispielsweise die erste 1x11, die XX1, die wurde damals tatsächlich super spontan, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es mir schon mal erzählt, das war, glaube ich, in Moab, und da war der geschätzte Kollege Tobi war vor Ort und war aber, glaube ich, auf einem Cannondale-Lounge, und die sind nach diesem Lounge, glaube ich, noch dort in der Gegend fahren gegangen, irgendwo in Moab, glaube ich. Und dort wurde tatsächlich, zeitgleich waren halt Leute von SRAM unterwegs und sind mit der 1x11 da rumgefahren, und unter anderem, ich glaube, der H-Ball war, glaube ich, dabei. Ich bin mir nicht ganz sicher, Greg Herbold. Und der ist die da halt auch gefahren, und die haben sich halt auf dem Trail irgendwie getroffen, und dann, dann ging das so seiner Wege. Und dann wurde natürlich gefragt, was ist denn da hinten? Fährst du nur ein Kettenblatt vorne? Und das sieht ja auch ganz interessant aus da hinten. Und also die versuchen schon, also wenn man es drauf anlegt, dann habe ich das so im Gefühl, dann kriegen sie es auch eigentlich hin, bis auf solche Zufälle das Ganze tatsächlich sehr geheim zu halten und viele, viele tausende Kilometer zu fahren vorher, bevor irgendwas rauskommt. Dass das Ganze im Rennen gefahren wird, spricht für mich schon dafür, dass es schon relativ nah an der Serienreife dran sein könnte, weil ich sage, mit so unausgereiften Sachen schicken die einen Nino Schurter nicht in den World Cup. Also das kann ich mir halt auch nicht vorstellen. Ich denke, das ist eher so ein finaler Test, ob das Ding eine Saison durchhält, ob es Situationen im Rennen gibt, wo man merkt, das Ding funktioniert überhaupt nicht oder geht kaputt oder was weiß ich. Und für mich ist das jetzt schon echt so eine edel Vorab-Testgeschichte. Und von daher, also wir wissen tatsächlich überhaupt nichts, wann da irgendwas kommen soll, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es jetzt noch, weiß ich nicht, bis 2019 oder so dauert, ich weiß es nicht. Also dafür ist es einfach schon sehr weit fortgeschritten. Na, bis 2019 könnte es bis zur Markteinführung schon dauern, weil bis es verfügbar ist, wahrscheinlich schon, ja. Bis es verfügbar ist, ja. Ja, ja. Aber ich bin mal gespannt, wann es vorgestellt wird, weil, wie gesagt, es ist jetzt zweite Rennen unterwegs damit. Beim Shorttrack hatte er, glaube ich, Probleme, meine ich. Da hatte er irgendwelche Schaltprobleme. Apropos, wir haben, um das abzuschließen, was die World Cups angeht, wir haben noch eine letzte Neuerung, die auch vorgestellt wurde vor wenigen Tagen, auch beim, oder beziehungsweise vor, genau letzte Woche, während des Albstadt-Rennens, beziehungsweise davor, wurde die neue Lefty vorgestellt, Lefty Ocho. Ocho deswegen spanisch für 8, weil es die 8. Cross-Country-Lefty ist. Und die sah ja schon immer sehr extravagant aus mit dem linken kompletten, ist eine einseitige Gabel ja im Endeffekt immer schon gewesen, hatte aber immer eine Doppelbrücke. Das heißt, das Standrohr war durchgängig bis nach oben und hatte halt eine doppelte Brücke, oberhalb und unterhalb des Steuerrohrs. Und jetzt wurde das erste Mal mit der Lefty Ocho eine Lefty präsentiert, die nur eine untere Brücke hatte. Und das sieht schon sehr, sehr futuristisch aus, finde ich. Also fand ich optisch schon ein ziemlicher Knaller für so ein Cross-Country-Rad, muss ich sagen. Ja, finde ich auch sehr cool.
Ja, absolut futuristisches Design und irgendwie auch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, jetzt eine Lefty zu sehen, die eine Einfachbrückengabel ist. Aber doch, finde ich, ist sehr gelungen. Ich bin sie natürlich noch nicht gefahren. Aber das, was ich bisher so gehört und gelesen habe, ist, dass die auch einfach extrem gut funktionieren soll. Um nochmal kurz auf das Thema so Prototypen und so weiter zurückzukommen, wie man das tarnen kann. Das war tatsächlich auch ganz interessant. Hannes, du hattest es auf Instagram gefunden, oder? Genau. Ja. Erzähl mal kurz, was die da gemacht haben. Also wir werden es in den Shownotes verlinken, das Bild dazu vom Larry Westney. Das ist so einer der Lefty-Ikonen von Kendall, der kennt alle, kann alle reparieren und ist immer auf den World Cups dabei, im Team, und er hatte das gepostet, und zwar hatten sie da wohl eine 3D gedruckte Tarnung, um das Ganze so ein bisschen vor Spy-Shots zu schützen, und zwar haben sie einfach eine Doppelbrücke quasi 3D gedruckt und irgendwie an der neuen Lefty befestigt, sodass es aussah oder grob so aus war wie eine reguläre Lefty. Und das sah schon sehr interessant aus. Also genau, wir werden das Bild auf jeden Fall reinbauen. Und es sieht tatsächlich auf den ersten Blick dann, natürlich ist es ein bisschen, die Form, die ist gänzlich anders, aber es sieht auf den ersten Blick aus wie eine reguläre Lefty. Wenn du da nicht suchst irgendwie nach etwas Neuem, dann wird dir das nicht auffallen. Dann gehst du einfach dran vorbei. Und das hat sich natürlich angeboten bei so einer Gabel, da einfach halt was wieder zu, das was halt abgemacht wurde, einfach wieder quasi dazu bauen und zu addieren, und war eine coole Idee auf jeden Fall. Und scheint ja auch gut zu funktionieren, weil die Platzierung von den Kendall-Rädern jetzt wirklich bei den World Cups wieder ziemlich in Ordnung waren. Nicht zuletzt durch den 5. Platz auch von Manuel Fumic, was die deutsche Seite angeht. Bei den Männern die Teamwertung gewonnen. Was mir eben noch eingefallen ist, als wir hier über die neue Lefty reden, Kendall hat nicht das erste Mal eine Einfachbrücke mit nur einem Gabelholm rausgebracht. Es gab früher bei ihren City-Rädern, hier diese Bad Boy oder wie die hießen, da gab es auch eine Hedgehog mit nur einer halben Gabel. Ich sogar gefahren, das Rad. Ja, also das ist tatsächlich nicht ganz so neu, wie man denken mag. Mhm. Aber es sind natürlich andere Belastungen. Ja, klar, vollkommen klar, aber immerhin, das fiel mir einfach gerade so ein, dass alles doch schon mal irgendwie da gewesen ist. Ja. Jo. Gut, wir haben noch ein wenig Zeit. Wir haben jetzt auch genug über Cross-Country geredet. Genau. Willst du was? Wir haben ja noch ein Rennen, was wichtig ist jetzt am Wochenende. Ja, wir haben zwei Rennen, die wichtig sind. Und zwar stehen jetzt wieder zwei Downhill-Weltcups an. Bin auch schon praktisch auf dem Sprung, um nach Schottland zu fliegen. Nächstes Wochenende ist der Downhill-Weltcup in Fort William. Es soll regnen. Und ich freue mich aber trotzdem sehr drauf, weil die Stimmung in Fort William einfach der absolute Oberknaller ist. Das kann man sich auch nur vorstellen, wenn man wirklich immer da gewesen ist. Also jeder, der sich mal gerne einen Weltcup anschauen möchte, sollte am besten nach Fort William fliegen oder fahren oder schwimmen oder was auch immer. Ist echt sehr, sehr cool dort. Und direkt am Wochenende danach ist das Rennen in Leogang. Auf einer Strecke, die immer ein bisschen kontrovers diskutiert wird, aber letzten Endes auch immer interessante Rennen liefert. Worauf ich sehr gespannt bin, ist anscheinend gibt es ein neues Santa Cruz V10. Weiß nicht, ob ihr das heute schon mitbekommen habt. Sind ein paar Bilder in Instagram-Stories aufgetaucht. Auch hier wieder, wenn die Fahrer aus Versehen Bilder von dem Rad in ihre Instagram-Story hochladen. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das ein Versehen ist. Oder sie sind also die längste Zeitfahrer gewesen. Ja, aber ich glaube jetzt nicht, dass das Syndicate einfach mal ihre Teamfahrer rauswerfen wird. Ich bin auch gespannt, ob Luik Bruni vielleicht auf einem 29er Specialized antreten wird. Die hatten letztes Jahr schon für Fort William einen 29er, den er dann aber nicht gefahren ist. Könnte ich mir vorstellen, dass wir da, was die ganze Technik angeht, einige interessante Sachen sehen werden. Und auf das Rennen selbst bin ich natürlich auch sehr gespannt, nachdem Aaron Gwin in Kroatien schon ziemlich eindrucksvoll gewonnen hat und seine direkten Konkurrenten um den Gesamtweltcup
Also so Leute wie Greg Minnaar oder Loic Bruni oder wen gibt's noch? Higgins. Ja, die beiden. Nein, auch zum Beispiel Danny Hart. Nachdem die alle ja nicht ganz weit nach vorne gefahren sind in Kroatien, also jedenfalls nicht auf dem Podium waren, bin ich gespannt, wie es auf in Fort William aussieht, auf einer Strecke, die ja schon seit vielen, vielen Jahren im Weltcup dabei ist und die eigentlich auch so ein bisschen das Wohnzimmer von Greg Minnaar ist. Ja, freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Ist auch mein ganzer heißer Tipp, dass Greg Minnaar das Rennen gewinnen wird vor Aaron Gwynn. Also wenn ihr am Tippspiel teilnehmen wollt, dann setzt diese beiden bekannten Fahrer doch auf die ersten beiden Plätze. Dann kann man nicht so richtig geil in den Regress nehmen, wenn es nicht klappt. Ja, genau. Moritz verbirgt sich dafür. Ja. Mit seinem guten Namen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja, aber es ist interessant, dass du es sagst, weil ich hatte tatsächlich auch die beiden auf die ersten beiden Plätze gesetzt, allerdings in umgekehrter Reihenfolge. Bin ich mal gespannt. Tja, hast du halt schon mal nicht gewonnen. Ja, aber ja. Sind dann trotzdem ja, insgesamt 10 Punkte, passt schon. Ja. Du kannst ja nachträglich bei dir noch umbauen. Ja, das könnte ich sowieso noch, stimmt. Wir haben noch kein Zitat heute aus Bang Boom Bang dabei gehabt. Weißt du nicht mal so geil? Ich habe gerade in der Sekunde drüber nachgedacht. Ist das geil? Super, Hannes, High Five. Ja. Aber ich werde jetzt natürlich keins einspielen. Das hebe ich natürlich mir auf für irgendeinen passenden Moment. Ja. Super. Ja, World Cups, genau. Sind wir. Hätten wir die mal angesprochen. Kann ich mal reingrätschen nochmal, Moritz? Ja, bitte. Gibt es spezielle Sachen, die du vorhast oder machst du einfach wie immer? Ich glaube, ich hatte schon mal gefragt, ob du den mitnimmst, aber das hattest du verneint. Nee, Gregor nehme ich nicht mit, weil ich hätte ihn gerne mitgenommen, aber Gregor fliegt am Montag, also in gut einer Woche nach Madeira, um an der Transmadeira teilzunehmen. Und deswegen kann er mich nicht in Fort William unterstützen und auch nicht in Leogang unterstützen. Und so wie ich ihn kenne, wird er da eine schöne Zeit haben und ich hoffe, er kommt heil ins Ziel. Ja. Auf jeden Fall. Du machst, also nochmal den anderen Teil der Frage zu stellen, machst du irgendwas Besonderes in Fort William, Leogang oder versuchst du einfach alles so geil zu covern, wie du das immer machst? Und genau. Ja, wir können gespannt sein. Einmal so wie immer, bitte. Sehr schön. Ja, also es gibt natürlich Fotostories vom Trackwalk, vom Training und vom Finale. Es gibt ein VMAX Raw-Video. Es gibt diverse Boxengassen und Bike-Checks. Und alles andere schaut man dann eigentlich immer so ein bisschen vor Ort. Also es ist für mich auch wenn ich jetzt zum vierten Mal in Fort William bin, ist immer so eine spannende Sache, gerade jetzt, wo ein bisschen Pause seit dem ersten Weltcup war, weiß man halt natürlich nie genau, was jetzt für neue Bikes da vorgestellt werden oder was die Teams für Prototypen aus dem Hut zaubern oder ob es vielleicht neue Laufräder gibt oder was auch immer. Und von daher, ja, werde ich mich einfach umschauen und sobald ich was Cooles sehe, direkt zack vor die Kamera. Geil. Und ja. Cool. Aber bitte esst eure Teller fleißig auf, weil aktuell ist noch Regen angekündigt. Ja. Ja, was ja dann aber auch, gerade so im Rennen ist das ja dann, also wenn, sagen wir mal, alle Regen haben und unter gleichen Voraussetzungen starten, ist das ja durchaus auch eine spannende Sache. Ja, aber Moritz wird dann nass. Ja, aber das ist nur das Schicksal eines rasenden Reporters, ne? Boah, hoffentlich regnet es bei dir auch so richtig. Nee, hier ist es ist trocken, aber das ist viel schlimmer. Ich glaube, hier wünschen sich alle langsam mal wieder Regen. Genau. So, dann haben wir alles? Haben wir. Genau. Wir hätten noch ein Thema, was wir schon letzte Woche ansprechen wollten, aber da hat die Zeit nicht gereicht. Jetzt hätten wir noch ein paar Minuten. Und zwar wollten wir mal ein bisschen was über, das wurden wir auch öfter mal schon mal angesprochen oder gefragt, beziehungsweise ich werde öfter mal in persönlichen Nachrichten auch gefragt, was denn an, ob das Rad von mir wäre und was ich daran oder warum ich dieses oder jenes Rad habe. Und wir wollen so ein bisschen über unsere eigenen Bikes mal kurz sprechen und da mal so ein paar grundsätzliche Fragen kurz und knackig abhandeln. Und die erste Frage wäre, wie viele Bikes haben wir insgesamt?
wie viel stehen so in der Garage oder auf dem Dachboden oder im Zimmer oder wo sonst wo? Markus? 5. 5. Was für Räder hast du? Oder was sind das alles für Räder? Ich habe ein Mountainbike tatsächlich nur. Also von den 5 Rädern ist eins ein Mountainbike, ist ein Cross-Country Hardtail. Ein, jetzt festhalten, ein 26er. Oh Gott, das funktioniert. Und ich kann tatsächlich damit fahren, das ist unglaublich, man hält es nicht für möglich. Und ich fahre sogar sehr gut damit. Also nicht im Vergleich zu anderen, aber für mich fährt es sehr gut. Ja, ist einfach ein entspanntes Fahren, ein ja, es funktioniert für mich, die Geometrie passt, das ist ja ganz wichtig, hatten wir auch schon mal drüber geredet, ich setze mich rauf, ich fühle mich darauf wohl, ich kann da, wenn ich will, 3, 4, 5 Stunden drauf sitzen am Stück und ja, das schrubbt ja ordentlich Kilometer. Das war das eine von den 5, dann habe ich noch ein Rennrad, wie sich das gehört, was jetzt gerade zu dieser Zeit doch vermehrt gefahren wird, bei dem schönen Wetter. Das ist ein, wie alt ist denn das, 17 Jahre mittlerweile, ein Specialized, noch auf Sun-Computern gerenderter Rahmen, irgendwie da ist noch ein Aufkleber drauf, die Firma, ich weiß nicht, wer die kennt, die gibt es auch schon lange nicht mehr. Das hat auch noch eine 2x9-Schaltung, also Rennrad ist ja mittlerweile auch alles 11-fach, 12-fach ist vorgestellt, aber ich habe mir auch gesagt, solange das noch geht, fahre ich das einfach runter, ich komme damit gut klar. Hier gibt es keine Berge, kann ich eine schöne, kleine, kompakte Kassette drauf machen, alles wunderbar. Dann habe ich noch 2 Crosser, also Cyclocross-Räder. Ach, 2? Krass. Ja, na, 1 habe ich mir im letzten September gekauft von, ach, ja, stimmt. Von Hannes gebraucht, weil der hatte, glaube ich, zu viele Fahrräder, wollte eins loswerden. Mein alter Crosser, den ich immer noch habe, der ist nur doch schon sehr runtergefahren und den nehme ich aktuell als Stadtrad. Und der neue Crosser, das ist ein GT Grade mit Alurahmen. Auch mit 1x11, was super geil ist am Cyclocross-Rad, hätte ich so auch nicht gedacht vorher. Ja, den nehme ich so für die leichteren Geländeausfahrten hier. Und das letzte Fahrrad, was ich habe, ist ein, oh, ich würde sagen, 70er, 80er Jahre, ist ein Stahlrahmen, ein altes Rennrad von Schauf. Eine große deutsche Fahrradmarke mit viel Rennerfahrung. Ich glaube, mittlerweile gibt sie nicht mehr oder sie verkaufen nur noch gelabeltes asiatisches Zeug. Weiß ich jetzt gar nicht. Den habe ich mir mal so als Stadtrad aufgebaut mit einem Gang, mit geradem Lenker und na, wie man das so macht im hippen Berlin. Das Teil steht jetzt aber zurzeit eigentlich nur noch rum, weil ich dann doch lieber mit dem alten Crosser fahre. Das gefällt mir irgendwie zurzeit besser. Ja, und denke mal, das ist relativ untypisch, die Auswahl an Fahrrädern für, sagen wir mal hier in unserer Runde. Ich denke mal, bei euch sind doch deutlich mehr Mountainbikes am Start, oder Moritz? Bei mir gar nicht so viele. Ich habe aktuell 2,5 Fahrräder. Also ich habe im Keller stehen ein Single-Speed-Rennrad, was ich aber in Wiesbaden gar nicht so oft fahre, weil hier Singlespeed nicht so praktisch ist. Das habe ich noch aus meiner Berlin-Zeit. Liegt das an der Topografie oder ist es zu viele Hügel, ja, wo du nicht hochkommst oder was? Oder wie muss ich das verstehen? Ja, genau. Also in Berlin kannst du ja wunderbar 20, 30 Kilometer am Stück fahren, ohne jetzt irgendwie einen. Ja, genau. Und hier ist es schon ein bisschen anders und die Übersetzung ist relativ knackig. Ich fahre es gerne, aber aktuell ist der Hinterreifen platt und ich konnte mich ehrlich gesagt noch nicht dazu durchringen, den Hinterreifen, diesen Schlauch auszutauschen. Ich glaube, das liegt an den Ventilen. Also ja. Ja. Dann habe ich noch ein Hardtail, so für Dirt und Forecross und Pumptrack. Liegt aktuell in Einzelteilen in meinem Keller, weil mir das mal geklaut wurde und dann Teile davon, unter anderem der Rahmen, wiedergefunden wurden von der Polizei. Krass, immerhin. Ja. Das ist ja schon, ja, der Hauptteil. Ja, der Haupt, ja, von dem Fahrrad war es der Hauptteil. Die anderen Fahrräder wurden leider nicht wiedergefunden. Oh, auf jeden Fall habe ich da eigentlich jetzt alle Teile zusammen, um mir das wieder aufzubauen. Was ich auch demnächst machen werde, weil in Wiesbaden bald ein Pumptrack aufgestellt wird, so ein modulares Holzding. Da freue ich mich auch sehr drauf.
Und dann habe ich persönlich aktuell noch ein Trailbike, ein Yeti SB45 mit 140 mm Federweg vorne, 115 mm Federweg hinten und 29 Zoll Laufrädern. Fristet ein trostloses Dasein. Weil ich das jetzt seit Monaten nicht gefahren bin, weil ich ja nur auf Testrädern unterwegs war. Das ist halt auch ein schweres Schicksal. Ja. Nee, ist halt einfach ein auch ein wichtiger Teil meines Jobs, dass ich Räder teste und da sich von den Usern anmeckern lässt. Ja, es geht. Also, ja. Oft wird gemeckert, manchmal kommt aber auch positives Feedback und das freut einen dann umso mehr. Ja. Ich wüsste aber auch, das Yeti würde ich gerne verkaufen, weil es mir zu wenig Federweg hat für die Trails, die ich hier fahre. Ich wüsste aber auch aktuell nicht genau, was für ein Rad ich mir kaufen würde als nächstes. Also ich will auf jeden Fall auch wieder ein privates Rad haben, weil es dann doch nochmal was anderes ist als ein Testrad. Es ist halt einfach was Eigenes. Aber aktuell stehe ich so ein bisschen auf dem Schlauch. Es gibt viele Räder, die ich cool finde, aber keins, was mich so ganz aus den Latschen haut. Das ist schon krass bei der Auswahl, die man heutzutage hat. Ja. Vielleicht ist es das auch die Qual der Wahl. Zu schwierig. Ja, es ist wahrscheinlich die Qual der Wahl. Also wenn es irgendeines der modernen Race Enduros mit 29 Zoll Laufrädern vor 10 Jahren gegeben hätte, dann hätte ich wahrscheinlich sabbernd vorm Röhrenmonitor gesessen, aber jetzt sind die irgendwie alle auf so einem hohen Niveau angekommen und das macht die Entscheidung irgendwie schwierig. Hm. So, haben wir noch Hannes, du, wie viele Fahrräder hast du denn? Es fühlt sich jetzt doof an, aber bei mir sind es schon etwas mehr jetzt mittlerweile, irgendwie sind glaube ich 8. Geil. Ja, das sind aber auch tatsächlich jetzt, also die Vielzahl sind auch keine Mountainbikes, sondern, Mountainbikes, was ich aktuell Pedelecs. Fahre, mega. Ja, sind alles nur Pedelecs. ich habe 7 Lastenräder, ich habe ein Banshee Prime 29er Trailbike. Trail Enduro Bike, das ist aktuell so auch eins meiner Lieblingsräder, so die ich bisher überhaupt gefahren bin. Super zufrieden, das ist relativ neu. Ich habe es mir aufgebaut Ende des Jahres und damit bin ich so, also ich teste nicht mehr ganz so viel Räder wie Moritz beispielsweise und habe deswegen halt irgendwie auch eine ziemliche Motivation, wirklich immer auch eigene Räder aufzubauen. Mir macht es auch Spaß, dann also ich kaufe ganz selten nur Kompletträder und baue die mir gerne auf und teilweise verkaufe ich einen Rahmen dann wieder und vielleicht doch einen anderen. Also ich probiere da relativ viel rum und das Banshee, da gehe ich jetzt sehr stark von aus, dass es länger hält, weil ich wirklich wahnsinnig zufrieden bin damit. Macht viel Spaß, ist sehr laufruhig, ist für die Trails hier genau richtig vom Federweg, 135 hinten, 150 vorne. Dann habe ich noch ein älteres Rad, mit dem ich vorher immer in Enduro gefahren bin, das war das Nikolai Ion 15. Ist auch ein super Rad, steht bei mir jetzt hier oben in der Bude, wird aktuell, ist zwar fahrbereit, wird aber nicht mehr ganz so viel gefahren, weil ich einfach mehr mit dem Banshee unterwegs bin. Und das dritte Mountainbike, was ich habe, ist ein Trek Pro Caliber. Ist ein Cross-Country-Hardtail, was ich mir mal für den Winter letztes Jahr auch aufgebaut hatte. Und aber ja, hier, wenn ich so eine ganz schnelle Runde fahre und einfach durch den Wald baller, dann ist das so, fahre ich aktuell halt kein Cyclocross oder so, sondern fahre ich halt mit dem schnellen Cross-Country-Rad. Ich habe mir eine Vario-Stütze dran gebaut. Und das ist ja so wie knapp 11 Kilo, ist ein super schnelles Ding zum Ballern einfach und das macht so zwischendurch auch Spaß. Aus meiner Dirt-Street-Zeit habe ich noch, sind mittlerweile drei Dirt-Bikes, die ich habe, zwei, die habe ich mir vor Ewigkeiten aufgebaut, die sind von 2008 und 2012. Die sind halt einfach hier und die verkaufe ich. Oder will ich eigentlich nicht verkaufen? A, kriegt man nichts dafür und B, will ich aus Nostalgiegründen, will ich die Dinger einfach irgendwie behalten, weil ich tatsächlich sehr, sehr viele coole Sachen und Aktivitäten mit denen in Erinnerung habe und bin mal froh, wenn die Kids die später mal nutzen können. Und die sind also hier sicher verwahrt und dann habe ich mir noch das sind zwei Bikes von NS Bikes
Und dann habe ich noch ein weiteres Banshee, ein Banshee Amp, auch ein so Four-Cross Pump-Track gedöns Rad. Das habe ich auch. Ja, geil. Ist ein schönes Rad. Also fällt bei mir aktuell ein bisschen flach, weil ich einfach Knieprobleme habe und da ist das Landen und Springen und so nicht so super geil. Und deswegen fristen die tatsächlich auch hier meistens in den Zimmern irgendwie ein relativ einsames Dasein aktuell. Und tristen. Um das ab. Sie tristen ein tristes Dasein. Und abgesehen davon habe ich noch ein Track-Rennrad, mit dem ich relativ viel fahre. Und dann ein Fahrrad hier für alles Mögliche, Kind zum Kindergarten bringen, also mit schön mit Fahrrad, also Kindersitz, wirklich ein Familienrad quasi. Und nicht zuletzt halt auch einen ganz günstigen Single-Speeder, den ich aber jedes Jahr ein- bis zweimal lackiere, weil es mir Bock macht. Und deswegen, da gibt es demnächst auch wieder eine geile neue Lackierung. Die habe ich jetzt schon mal angefertigt. Und das ist so mein Genussrad eigentlich so. Mit dem, das ist lautlos, ist geil, hat 350 Euro, glaube ich, gekostet, aber funktioniert einfach super geil seit, ich glaube, 8 Jahren. Und da kommen wir direkt zur nächsten Frage, um das jetzt abzuschließen. Welches ist euer Lieblingsbike? Ist bei mir, ich mache mal kurz damit weiter, also euer persönliches Lieblingsrad von euren Rädern quasi. Und um das noch direkt rüberzuführen, also ich würde tatsächlich neben meinen ganzen Mountainbikes, die ich alle sehr, sehr gerne mag, ist tatsächlich, glaube ich, dieser Single-Speeder irgendwie tatsächlich irgendwie mein Lieblingsrad. Weil, also das Banshee Prime ist bei mir ganz, ganz weit vorne jetzt gerade, was die Performance angeht, aber so das dieses Mongoose Single Speed Rad, was ich jetzt gerade habe, das ist, gefällt mir schon echt gut und da fahre ich wahnsinnig gern einfach nur durch die Gegend und es ist irgendwie geil zu fahren. Ja, von euch? Ich glaube, schwierig. Ich würde es, glaube ich, davon abhängig machen, was ich mit den Fahrrädern mache und was mir da am meisten Spaß bereitet. Und da dürfte tatsächlich das Mountainbike gewinnen. Mhm. Weil ich mit dem Teil hier irgendwie in den Wald fahren kann, Südbrandenburg, wir haben hier eigentlich, gibt es hier nur Wälder, hin und wieder ist irgendwie mal ein Feld und ich kann hier in den Wald fahren, irgendwie 50 Kilometer, 60 Kilometer am Stück fahren und komme wieder aus dem Wald raus und habe in der Zwischenzeit irgendwie keine Menschenseele gesehen und das ist halt einfach super grandios. Von daher würde ich fast sagen, das ist das Rad, was mir am meisten Spaß bereitet. Und würde es deswegen als Lieblingsrad bezeichnen. Mit dem Crosser ist das ähnlich. Die Strecken, die man damit hier fahren kann, sind relativ ähnlich wie die zum Mountainbike. Das unterscheidet sich nicht viel, weil die Landschaft ist nun mal einfach sehr eben. Man macht das Beste draus. Und ja klar, mit dem Crosser kommt man natürlich so ein bisschen schneller voran. Außer jetzt im Sommer, wenn alles sandig ist, dann ist das eher so ein bisschen schwierig, aber Mountainbike und Crosser, würde ich sagen, sind schon die Lieblingsbikes. Beim Rennrad tue ich mich so ein bisschen schwer, das macht mir an sich auch sehr viel Spaß, aber ja, auf den Straßen manchmal ist halt dann doch nervig mit den Autos und so. Das ist hier draußen viel, viel, viel besser als vorher in Berlin. Von daher beschwere ich mich gar nicht, aber es gibt dann doch immer mal wieder so Situationen, die knapp sind, die gefährlich sind und deswegen ja, ist das vielleicht jetzt nicht so das liebste Gefährt. Bleibt noch Moritz, welches von deinen 2,5 Rädern ist? Oder was eins? Du vorher gehabt hast vielleicht? Na, kann ich gerade echt nicht sagen. Also von denen, die ich habe, nee. Soll ich dir ein Dirtbike von mir schicken, Moritz? Ja, bitte. Nee, ich glaube, das spaßigste Rad, was ich hier bei mir hatte, was mir persönlich am besten gefallen hat, obwohl es nicht meins war, war wahrscheinlich das Intense Carbine. Ein 29er mit, ich glaube, 150 mm Federweg, was einfach so für mich eine ziemlich ideale Geometrie hatte. Das wäre auch so ein Rad, was bei mir definitiv in die engere Auswahl kommen würde, wenn ich mir was kaufen würde. Und im Lotto gewonnen hast. Und im Lotto gewonnen habe, ja. Wobei Intense jetzt eigentlich preislich auf einem etwas günstigeren Niveau angekommen ist, seit die auch so eine Art, ja, genau. Art Direktvertrieb in Europa machen. Macht sich das relevant bemerkbar? Entschuldigung, dass ich das Thema kapere, aber... Auf jeden Fall. Ja, also Carbine-Rahmen kostet jetzt statt
3.800 Euro, ziemlich glatte 3.000 Euro. Das ist schon. Und das Komplettrad mit X01 Eagle und RockShox Top-Fahrwerk, das liegt bei 6.000 Euro mit Alu-Laufrädern, die ich sowieso Carbon-Laufrädern vorziehen würde. Und jetzt um Ostern rum hatten die eine Aktion, wo es nochmal 10% Rabatt gab. Das heißt, da kriegst du dann für ja so 5.500 Euro inklusive Versand, bekommst du eigentlich ein optimal ausgestattetes Carbon-Edel-29er-Bolz-Bike, was mir persönlich extrem viel Spaß gemacht hat. Also das, auch wenn es, ja, ist irgendwie krass, bei einem Rad für immer noch über 5.000 Euro von einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis zu sprechen, ist einfach ein Stück weit irrational, aber ich finde, das geht sogar ein Stück weit. Ja, also das wäre so ein Rad, was aktuell bei mir definitiv in der engeren Auswahl wäre. Das Propane Eugene hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht für ein Trailbike. Ein super schöner Rahmen. Das neue Ibis Ripmo gefällt mir sehr, sehr gut. Bin es aber noch nicht gefahren. Die neuen Transitions mit der Speed Balance Geometry finde ich sehr cool. Also wahrscheinlich würde es so ungefähr in die Richtung gehen. 29er mit 150 mm Federweg, steilem Sitzwinkel, relativ flachem Lenkwinkel, eher langen Kettenstreben, sowas in die Richtung. Cool, da hast du auch direkt die nächste Frage schon beantwortet, nämlich welches Bike fehlt noch? Das heißt, du würdest dich da am liebsten so in die Intense-Richtung einschießen. Ich will das jetzt gar nicht auf einen spezifischen Hersteller beziehen, aber aktuell, also wie gesagt, ich habe aktuell ein Trailbike mit 140 und 115 mm Federweg und das ist mir für die Trails hier, gerade jetzt im Sommer, wo es sehr trocken ist, ist es mir einfach zu wenig. Man kann damit viel Spaß haben, man kann damit auch schnell fahren, aber gerade wenn ich dann, also ich bin jetzt am Wochenende, am Samstag, ich schaue kurz ins Strava rein, das waren, glaube, so 47 Kilometer und 1800 Tiefenmeter. Ja, 45 Kilometer, 1900 Tiefenmeter, die ich am Samstag gefahren bin, und das merkst du halt irgendwann auf einem kleinen Rad schon. Gerade wenn alle anderen in der Gruppe mit einem Race Enduro unterwegs sind. Man kann dranbleiben, aber es ist einfach deutlich anstrengender. Und bergauf will ich sowieso keine KOMs holen. Und ich finde, da tut es dann auch ein Rad mit mehr Federweg, mit einem steilen Sitzwinkel. Von daher würde es bei mir in die Richtung gehen. So 29er mit 160 vorne, 150 hinten. Mhm. Ja. Und schön muss es sein. Ja. Würde ich mich genau glatt anschließen. Ich hätte jetzt auch, ich habe überhaupt keine, also neue Räder sind immer toll, aber ich bin relativ wunschlos glücklich gerade, was private Räder angeht. Aber es wird sicherlich demnächst vielleicht mal wieder einen Rahmen geben, der mich irgendwie richtig anfixt irgendwie und den ich gerne haben möchte. Aber aktuell bin ich super zufrieden. Ich brauche nichts aktuell. Bei dir, Markus? Noch brauchen tue ich auch nichts. Habe jetzt auch schon öfter mal drüber nachgedacht, das, wie erwähnte, 17 Jahre alte Rennrad zu tauschen gegen was Moderneres. Aber ich denke, das muss erstmal noch komplett runtergefahren werden. Da ist noch Potenzial. Und ansonsten, ja, ein neues Mountainbike, glaube ich, würde ich mir auch irgendwann dann mal zulegen. Das ist jetzt zwar erst in Anführungsstrichen 5 Jahre alt, aber da ist dann irgendwann auch eben ein 29er fällig, wo alles mal auch ein bisschen moderner dran ist. Und man merkt da schon, so ein Mountainbike ist halt dann doch nochmal ganz anders belastet als ein Rennrad. Da ist dann der Verschleiß eben doch höher, auch was so Gabel und so weiter angeht. Und da jetzt irgendwie in Einzelteile zu investieren, macht nicht viel Sinn. Zumal halt 26 Zoll Teile eben kaum noch erhältlich sind. Und deswegen, da wird dann sicherlich irgendwann ein schickes 29er Hardtail mit Carbonrahmen ins Haus stehen. Aber was das genau wird, weiß ich noch nicht. Da bin ich immer relativ pragmatisch. Das wird jetzt nichts Extravagantes sein, sondern eher auch was, wo ich im Kilometer mit wegschrubben kann. Mhm. Und wo es dann vielleicht auch nicht so weh tut, wenn ich mich mal hinlege. Das passiert mir komischerweise doch recht häufig, obwohl das Gelände hier so leicht ist. Letztens habe ich mich auch gerade wieder fürchterlich hingelegt und musste ein neues Schaltauge kaufen danach. Deswegen, da wird irgendwie was sehr Pragmatisches ins Haus stehen. Mir fällt gerade noch ein, welches Bike mir noch fehlt.
Und zwar fehlt mir ein reiner Downhiller. Auch wenn ich jetzt seit vielen Jahren nicht mehr wirklich Downhill gefahren bin, außer in hin und wieder mal im Bikepark und dann hin und wieder in Whistler im Bikepark. Aber auch wenn ich super gerne Enduro und Trail und so fahre, ich finde nach wie vor, es kommt nichts ran an einen Tag auf einem Downhillrad im Bikepark, idealerweise in Whistler, wenn man dann von morgens bis abends Abfahrten hämmert auf einem Bike mit Doppelbrückenfedergabel. Also kommt nichts dran ran. Und deswegen fehlt mir ein Commercial Supreme DH. Also wer eins hat, Moritz schickt seine Adresse, stehen wir in den Shownotes. Ja. Bitte einfach Moritz vorbeischicken. Moritz Zimmermann Wiesbaden müsst ihr aufs Paket schreiben, dann kommt es hier bei mir an. Nee, also das ist ein relativ kompliziertes Hinterbaudesign. Keine Ahnung, ob es so 1000%ig sinnvoll ist, aber ich finde, es ist einfach ein super geiles Rad, was sehr, sehr schick ist. Es ist komplett leise. Mir gefällt es wahnsinnig gut. Das ist so ein Rad, was ich mir kaufen würde, auch wenn es vollkommen irrational ist für die paar Mal im Jahr, wo ich vielleicht in einen Bikepark fahren würde, wo man dann noch wirklich einen Downhiller braucht. Aber das wäre so ein Rad, wo ich sage, ja, das gefällt mir. Das swipe ich nach rechts. Sehr gut. So, wir kommen langsam zum Ende, weil wir langsam mal los müssen. Ich würde vorschlagen, die letzten Fragen, wir haben da noch ein paar zu, verschieben wir auf die nächste Folge. Und hätten dann noch kurz unsere Neuerwerbung. Habt ihr irgendwas Neues? Also ich habe nur mein Auto reparieren lassen, die Klimaanlage funktioniert jetzt wieder und mehr gab es nicht bei mir. Ich habe nichts Neues. Ich habe mir eine Küchenlampe gekauft. Bin gespannt, wann die ankommt und bin vor allem gespannt, wie ich die montiert bekomme, weil die Decken hier 3 bis 4 Meter hoch sind und die höchste Leiter, die es im Haus gibt, reicht nicht aus, um an die Decke zu kommen. Jetzt haben wir die erste Leiter bestellt. Nee, ich versuch's mit der Leiter und mit lang ausgestrecktem Arm. Stell die Leiter irgendwie auf 2 Stühle. Ja. Da lässt sich doch irgendwas bauen. Ja, also 2 Stühle drauf eine Leiter. Ja. Das klingt vernünftig. Die Stühle auf dem Tisch, irgendwie so, du regst halt hin. Ja, die Bremer Stadtmusikanten Wiesbaden Edition. Ja. Gut, ja, dann hätten wir das sogar auch relativ zügig jetzt abgehärtet. Ja, Hannes, erzähl bitte noch einen Witz. Es kommen jetzt 3 schnelle Witze zum Abschluss. Ja. Und zwar... Es sind einfach nur ganz, ganz schlechte Fahrradwitze. Ihr könnt gleich sagen, welcher der schlechteste ist. Ihr könnt auch einfach jetzt ausschalten. Ja. Tschüss. Genau. Ja. Bis nie wieder. Arzt, ja, Sie haben Durchfall. Wann haben Sie das denn gemerkt? Patient, als ich die Fahrradklammern abgemacht habe. Oh, jetzt verstehe ich das. Oh, ist das schlecht. Okay. Was ist das übel? Ja, dann haben wir noch Wasser am Flensburg und Payback gemeinsam. Ab 18 Punkten gibt es ein Fahrrad. So, und dann haben wir noch Häschen kommt mit seinem Fahrrad an die Tankstelle. Häschen, bitte voll tanken. Tankwart, du hast wohl eine Schraube locker. Häschen, kannst du auch gleich festmachen. Ja, das waren jetzt 3 schlechte, gesagt, schnelle, ne? Witze. Oh, danke. Ja, genau, das war schon. Richtig mies. Ja. Aber das habe ich ja angekündigt. Hannes, wie gesagt, schlechte Witze, Hannes, ja. Weißt du, was der Hammer ist? Was denn? Ein Werkzeug. Oh Gott. Die Witze macht euch auch zu schaffen, oder? Ja, schon. Ja. Dann, mit diesem Spaß zum Schluss, da kommen wir auch schon. Sind wir jetzt gut gelaunt und können gut gelaunt jetzt hier finishen, weil ich muss nämlich jetzt auch echt langsam los. Ganz zum Schluss, bevor die Bitte zum Schluss kommt von Markus gehen, noch ganz liebe Grüße an Katrin Karkow, die wir schon mal gegrüßt haben. Und zwar hat sie sich verletzt beim Rennen in Willingen. Ich glaube, Schlüsselbein war durch, sie wurde jetzt operiert. Allerbeste Grüße und eine gute Besserung. Auch von mir. Und genau. Ja. Ja. Und ich möchte gerne meinen Chef Thomas grüßen, der natürlich nicht viel erzählt, wenn der Tag lang ist. Und den ich möchte ich gerne auch gerne mal grüßen. Ja.
Und ich möchte gerne meinen guten Freund Phil grüßen, der schnellste Enduro-Boy des Rhein-Main-Gebiets. Er hat gesagt, er hört den Podcast, ich glaube es ihm nicht. Jetzt werden wir es sehen. Ach, und Grüße an Vincent von Nikolai. Der freut sich auch schon, wenn das Ding endlich auf Spotify da ist. Also Grüße an Vincent. Und ja, jetzt ganz schnell die Bitte zum Schluss von Markus und dann muss ich los. Bewertet uns bei iTunes. Es gibt was zu gewinnen und alle Informationen wie den Link dorthin und so findet ihr in den Shownotes. Ja. War schnell genug, oder? Und ja. Meine Bitte zum Schluss, schickt mir das Kommersal zu. Vielen oder Dank. Oder das Intens. Ja, würde ich beide nehmen. Ja, dachte ich mir. Ja. Gut. Würde ich mich über beides freuen, wäre in Ordnung. Also muss nicht beides auf einmal sein. Geht natürlich aber auch. Wir schauen, was wir machen können. Mhm. Alles klar. Alles auf Horst. In diesem Sinne, alles auf Horst. Und wir sehen uns in 2 Wochen wieder, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Moritz, viel Spaß in Schottland. Ja, danke. Und Hannes, viel Spaß im Urlaub. Und mir viel Spaß beim Arbeiten. Alles klar. Ciao. Gut, dann bis dann. Ja, alles klar. Okay, ciao.